Wintergenüsse aus Südhessen. Grünkerneintopf, Karottenstampf und Schweinebauch. Zerrupfte Apfelküchle mit Nüssen und Rosinen. Hausmacher Quittenstrudel mit Weinschaumsoße. Köstliches vom Land. Bad König Fürstengrund. Der Hirsch ist ein alter Familienbetrieb. Im Hirsch kocht der Chef. Deftig und gut. Zum Beispiel eines der größten, besten Koteletts weit und breit. Und ganz ehrlich, wo findet man heute noch das dicke Kotelett wie früher? Rainer Schäfer hat dabei nur eine Sorge, ob die Pfanne groß genug ist. Denn seine Portionen brauchen Platz. Das Gasthaus haben sich Rainer und seine Frau mit Liebe zurechtgemacht. Schon die Oma hatte eine Wirtschaft hier in Fürstengrund bei Bad König. Leg Vorräte an, koch was Ehrliches, mach was Eigenes. Das war ihr Rat für den Enkel. In den ruhigen Tagen im Winter kommen oft auch Freunde zu Besuch und zum Kochen in den Hirsch. Zum Beispiel Armin Treusch von der anderen Seite des Bergrückens aus Reichelsheim. Er hat ein paar eigene Vorräte mitgebracht und will heute mit dem Rainer Schäfer kochen. An den Frühling und den Sommer, wenn der Obstgarten blüht, grünt und überall die Früchte locken, erinnert jetzt eigentlich kaum mehr etwas. Oder doch, die eigenen Zwiebeln im Hauseingang. Hallo Armin, grüß dich. Ja. Hast du es geschafft? Und was will Armin kochen? Meinen Grünkerneintopf von der Ende. Und der Rainer? Und was gibt es sonst noch für einen Eintopf? Ich habe jetzt vorbereitet, wir machen gestampfte gelbe Rübe mit Schweinebauch. Als erstes den geräucherten Schweinebauch in Wasser aufsetzen. Er ist würzig genug, Salz kommt keins mehr dazu. Für den Grünkern-Enteneintopf setzt Armin auch schon mal sein Fleisch auf, die Entenkeulen. Die können Würzung vertragen. Einfach das normale Gewürz mit Salz und Pfeffer, ein paar Lorbeerblätter noch und dann Suppengemüse. Weil den Sud nehmen wir dann auch für den Eintopf dazu und deshalb muss man das schon ein bisschen ordentlich abschmecken. Vom Sud nimmt Armin Treusch später etwas ab für den Grünkern. Dann kommt jetzt der Grünkern dazu. Der Grünkern ist das unreife Korn vom Dinkel. Wird im Juli geerntet, wo das Korn noch unreif ist. Und da es dann für die Haltbarkeit nicht so geeignet ist, muss er eigentlich noch getrocknet werden. Und wir haben das von einem Bioanbauer aus dem östlichen Odenwald, aus der Nähe von Waldürn, wo der Grünkern noch direkt über Holz getrocknet wird. Deshalb hat er auch so einen leicht rauchigen Geschmack, auch so ein bisschen malzig. Das zeichnet immer den Grünkern aus. Und das macht man schon viele Jahrhunderte. Und es war zum Beispiel auch im Mittelalter Gebäck mit Grünkern das einzige Gebäck, was süß war. Weil einfach das Korn noch ein bisschen Zuckerstoffe hatte. Und dann braucht der Grünkern nur noch zu köcheln. Grünkern hat Rainer Schäfer nicht in seinen selbst erzeugten Vorräten. Dafür aber eine Menge anderer guter Dinge. Honig, Eingemachtes, Säfte, Süßes und Saures in Gläsern und selbst im Winter noch ein bisschen Grünes für den Eintopf im Gewächshaus. Dafür müssen aber die beiden erst hinters Haus, in den verschneiten Garten. Das ist aber... Ja, das hat massiv schnell gemacht. Also. Es schneit und taut in diesen Tagen. Taut und schneit. Gucken wir mal. Aber irgendwann wird das Gewächshaus wieder voller junger Pflanzen sein. So. Und Rainer Schäfer freut sich auch jetzt, dass noch manches zu finden ist. Also es sind doch erhebliche Temperaturunterschiede zwischen da drin und da draußen. Selbst der kleinste Sonnenstrahl, bedient dich. Du siehst, er ist etwas verfroren, aber es ist noch genug Grünes da und er treibt schon wieder. Ja, das ist toll. Ja, wir nennen das bei uns von unserem, weil es ist alles von uns. Und wir haben das über viele Jahre aufgebaut und es gibt uns riesig Spaß, das zu vermarkten. Ist eigentlich wie früher auch ein bisschen, ne? Aber in der heutigen Zeit. Ja, es ist wirklich wie früher. Wir haben etwas mit in die neue Zeit genommen. Also das ist schon immens, die Schneemenge, die wir heute haben da bei uns. Und, auch Honig von den eigenen Bienen gibt es. Die schaffen es teilweise, ihren vor den Fluglöchern den Schnee selbst wegzumachen. Also Biene ist irgendwie
so eine kleine Leidenschaft von mir. Eigentlich habe ich das früher, ich habe es von meinem Vater übernommen, aber ich hatte früher mehr Stress durch die richtig aktive Landwirtschaft. Und Biene und Stress verträgt sich überhaupt nicht, weil da wird man permanent gestochen. Mhm. Und wenn du hektisch und nervös und voller Druck an die Biene gehst, öffnest du den Kasten und dann wirst du sofort gestochen. Unser alter Hof war früher eigentlich unser einziges und richtiges Standbein. Wir hatten aktiv Landwirtschaft betrieben. Das haben wir aber die Tierhaltung auch, aber gibt es nicht mehr. Doch die Vorratsscheunen werden genutzt. Wie dieses alte Haus auf der anderen Seite der Straße. Wir nennen es Bierkeller, weil es wird früher wirklich Bier drin gelagert. Ja. Heute haben wir da unser Wurzelgemüse drin und alles, was man so für einen Eintopf braucht. Alles, was kühl und dunkel gelagert werden muss. Es war früher ein Kühlhaus. Mal schauen, was hier vom letzten Sommer und Herbst noch übrig geblieben ist. So, jetzt sind wir in unserem Erdgewölbekeller. Gleichbleibende Jahrestemperatur von 7 bis 8 Grad. Wir haben eingelagert jetzt noch rote Beete, Karotten, auch gelbe Rüben sind dazwischen und Sellerie haben wir noch. Es ist schon viel verarbeitet, weil auch im Lager wird das Gemüse jetzt nicht mehr besser. Und da wir uns Vorräte anschaffen müssen, werden die nach und nach verarbeitet, eingekocht, eingefroren oder eingelegt. Nehmen wir die schönsten, die gerätesten, weil die machen am wenigsten Arbeit. Aber die anderen müssen auch verarbeitet werden. Wo heute die Möhren warten, lagerte ehemals manch guter Tropfen. Früher war hier ein Bierkeller. Hier wurde das Brot gelagert. Es wurden eigentlich alle Vorräte hier drin gelagert. Und das Schöne, direkt oben drüber war eine Art Tanzsaal. Auch die Oma vom Rainer Schäfer hat hier viel eingelagert. Ja, jetzt gehen wir mal was schaffen. Ja, ganz schnell wieder zurück in die Küche. An den warmen Herd zum Kochen. So, haben wir die Karotten? Jetzt geht's an den Möhrenstampf. Aber erst mal Möhren erklären. Also das ist die klassische landesübliche Karotte. Dann haben wir eine Gelriebe, die Odenwälder Sauer. Weil das ist wirklich eine gelbe Rübe. Ich wüsste jetzt nicht, wo man Gelriebe kriegt. Also im Handel gibt es sie nicht. Gibt es im Handel nicht? Nein. Nee. Aber ich denke, man braucht einfach einen Gärtner in der Familie. Ja. Und dann kriegt man alle möglichen Varianten von Karotte. Früher wurde der mittlere Teil weggeschnitten. Das Karottenturnieren, was man in der Topküche macht. Bei den alten Sorten war einfach der mittlere Teil wesentlich härter, zum Teil auch holzig. Und deswegen hat man die Karotten turniert, wo man diesen Teil dann weggeschnitten hat und hat eigentlich nur das weiche und saftige Fruchtfleisch aus dem äußeren Bereich gehabt. Dann haben wir, das ist die Luxusvariante. Butterzart, ganz dunkel, wird aber nicht so oft angebaut, weil sie im Ertrag recht gering ausfällt. Sieht irgendwie. Ist die süßer wie die normale? Ja. Ja. Und hat ein ganz anderes Kochverhalten. Also ganz kurz, zack, und da ist die wie butterig. Also das ist wirklich, färbt aber alles durch. Also sie färbt sogar die gelbe Rübe rot. Was es noch gibt, es gibt noch eine weiße Karotte. Ja. Und die hat wirklich der Charakter wie Schwarzwurzel oder Spargel. Ist auch butterzart. Schmeckt richtig süß nach Karotte. Kann man auch nirgendwo kaufen, außer hier. Ich denke schon. Ich glaube, dass man sie nirgends kaufen kann, essen kann wie bei uns. Ich weiß es nicht, ob es im Handel gibt. Wir haben uns auch noch nie drum gekümmert. Was vielleicht noch zu sagen ist, also die Karotten sind halt nicht so gerade, wie man sie im Handel kauft. Sie lassen sich nicht so gut schälen. Man muss da schon sehr genau hinschauen, weil dann oft in der Mitte Vertiefungen sind, wo man rausnehmen muss. Aber sie haben dafür ein riesen Aroma. Ganz anderen Geschmack. Ne? Ganz, ganz anderen Geschmack. Laut EU-Norm würden die alle durchfallen. Aber vom Geschmack her, denke ich wohl, ist besser wie jede EU-Norm. Leider gibt es noch keine EU-Norm für Geschmack. Die Karotten werden grob geschnitten, werden mit Wasser aufgesetzt, fast gegart und zum Schluss kommen zur Bindung noch ein paar rohe Kartoffeln dazu, werden mitgekocht. Dazu?
Kartoffeln und Karotten garen jetzt mit wenig Wasser vor sich hin. Bis dahin macht Armin Treusch an seinem Grünkernenten-Eintopf weiter. In den Sud mit Entenfleisch gibt er Gewürze und Gemüse, auch Karotten aus dem Bierkeller. Und noch die Luxusvariante. Gemüse quer durch den Garten kommen auch zum angegarten Grünkern. Ich mache das jetzt alles gleichzeitig rein, weil das vom Garpunkt her so ist, dass es eigentlich gleichmäßig gar wird. So, und die Entenkeulen sind fertig. Eine edle Einlage beim Eintopf, ne? Naja, klar, von nichts kommt nichts. Ich mache jetzt hier die Haut weg, weil die Haut ist schon so ein bisschen wabbelig und das macht sich in dem Eintopf nicht ganz so gut. Ich würde mich jetzt auch dafür aufopfern, die Haut zu essen, weil ich esse sie nicht so gern. Auch wenn sie wabbelig ist. Das macht nichts, ja. Na ja. Gut. Ja. Entenkeulen klein schneiden, reines Muskelfleisch. Und das ist auch so, dass wir jetzt hier praktisch nur noch das reine Muskelfleisch haben. Und damit haben wir auch einen Eintopf, der jetzt ganz wenig Fett enthält. Das kleingeschnittene Entenfleisch gibt Armin in den heißen Topf mit Grünkern und Gemüse. Dann nur noch umrühren. Das Ganze nochmal durchgekocht. Duftet herrlich. Sieht richtig gut aus. Gefällt mir richtig gut. Der Grünkern-Enteneintopf ist wirklich ein richtig gutes Winteressen. Und jetzt muss nur noch der Möhrenstamm fertig gemacht werden. So, wenn sich die Kartoffel durchstechen lässt, die Karotte auch, und da können wir das Gemüse eigentlich stampfen und zum Anrichten vorbereiten. Was nimmt man zum Stampfen? Es gibt diesen klassischen Stampfer, den die Hausfrau eher nimmt. Aber ich habe mir das angewöhnt, das einfach mit Schneebesen zu machen. Bei größeren Mengen gibt es dann einen größeren Schneebesen. Der ist sogar noch etwas grober wie der. Und das lässt sich ganz super stampfen. Gut. So, und jetzt stampfen wir. Heiß ist es auch noch. Rainer mag es, wenn das Gericht auch noch ein paar Brocken enthält. Es ist ja kein Püree. Das Rezept hat er auch von der Oma. Meine Großmutter war eine recht couragierte Frau, die aufgrund dessen, dass mein Großvater gesundheitlich nicht so auf dem Damm war, eigentlich den ganzen Betrieb geführt hat. Damals war das wirklich noch ein normales Gasthaus. Mhm. Es gab auch nicht in dem Sinn Essen. Es gab Wurstbrot oder gab gebackene Eier. Mhm. Aber sie hat schon immer für einen recht großen Haushalt, wie das damals üblich war, es waren ja damals locker 10 bis 12 Personen an einem Tisch, immer schon gekocht und bevorratet. Und das habe ich bei ihr abgeguckt. Zur Vorratshaltung gehört auch das Lagern auf den Strohballen in der großen Scheune. Unter der alten Matratze liegen noch Zwiebeln vom vergangenen Jahr. Die halten, bis die neuen da sind, ne? Die Strohballen sorgen dafür, dass das Gemüse keine Feuchtigkeit zieht. Das gilt auch für den Rotkohl. Wenn man die Blätter abmacht, kommt ein perfekter Kopf heraus. Was für ein schönes Rotkohl. An die Oma, die in diesem Haus lebte, erinnert sich Rainer gern. Und ihre Rezepte hält er wert. Jetzt kommt Gefühl. Wenn der Stampf zu trocken ist, wieder ein wenig vom Kochwasser dazu. Das Kochwasser hatte er vorher abgegossen. Es gibt heute in der Küchenfachsprache den schönen Namen Stampf. Und seinem Möhrenstampf würzt Rainer mit reichlich Salz. Und Muskatnuss. Ganzer Muskatnuss, das ist mir unheimlich wichtig, weil die ganze Muskatnuss entfaltet einfach ein besseres Aroma wie heute das industriell hergefertigte Muskatnussgerieben, Muskatnusspulver. Muskat gibt dem Möhrenstampf das besondere Aroma. Etwas Pfeffer, aber mit Pfeffer muss man das sehr vorsichtig sein, aber dieses Gemüse braucht unheimlich viel Salz. Und jetzt ist es bald so. Jetzt wird es gut umgerührt. Was gibt es schon an Muskataroma? Fehlt aber noch Butter. Jetzt machen wir die braune Butter. Wir nehmen für die braune Butter ganz bewusst, überhaupt bei uns zum Kochen, nur beste Butter aus dem Odenwald. An Butter sparen wir eigentlich nie. Bei uns wird eigentlich alles entweder nochmal in Butter nachgebraten oder mit Butter abgeschmelzt oder auch
Es gibt zu allem ein Butterbrot und ich bin sogar gewöhnt, zum Leberwurstbrot noch Butter zu essen. Nein! Doch! Ich liebe es, wenn das nämlich jetzt so schön zischt, wenn man das so drauf tut. Die heiße braune Butter kommt nun auf den heißen Möhrenstampf, der dadurch natürlich erst so richtig gut und köstlich schmeckt. Ja, der Appetit ist schon riesengroß. Jetzt wird's richtig gut. So, jetzt wird's gut. Und nun noch den geräucherten Schweinebauch aus dem Sud fischen und aufschneiden. Durch das Räuchern schmeckt der Speck besonders gut. Was ist jetzt für wie viele Personen? Das wäre jetzt für eine Person, eine kräftige Portion. Ja, das kann man sagen, Für einen hungrigen Wanderer oder für jemanden, der wirklich körperlich kräftig gearbeitet hat. Pro Person 2 bis 3 Scheiben Schweinebauch. Beim Stampf fasst man dann gern nochmal nach. So gut ist der. Dazu einen eigenen Äppelwoll. Und weil es die eigene Wirtschaft ist, seit alters her, gibt's keine Eile, keinen Stress, keinen Druck. Auch für sich selbst im kleinen Kreis machen es sich die Freunde gemütlich und probieren, was sie da gekocht haben. Und was auch auf die Speisekarte soll. Toll. Grünkernenteneintopf mit Möhrenstampf und Schweinebauch. Fehlt noch ein guter Nachtisch. Bauernhofeis aus dem Odenwald gibt's. Aber bei dem Wetter? Das hausgemachte Bauernhofeis wird allerdings im Winter im Hirsch auch serviert. Und zwar zu heißen Mehlspeisen. Aus der Großmarkttruhe stammt nichts, auch kein Eis. Alles hier gehört zum Konzept von unserem, zum genussvollen Landerlebnis. Oh, das sieht ja gut aus. Die Männer machen vor dem Nachtisch erstmal Pause. Mit selbstgekeltertem Saft. Das ist super Mischung, hast du echt gut gemacht. Dankeschön, hat auch viel Arbeit gemacht. Und jetzt der Nachtisch. Jetzt machen wir einen Birnenquittenstrudel, selbst gemacht. Besteht aus Mehl, 2 Eier, Schweineschmalz, warmes Wasser und eine Prise Salz. Und nun kneten. Die Natur hat uns das beste Werkzeug vorne an Arm gemacht und das sollte man auch nutzen. Das muss man in den Händen haben, ne? Ja, das ist einfacher wie mit allen Löffeln oder Geräten. Also ich mache es aus dem Rezeptbuch. Ich habe das nie irgendwo gelernt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt der ganz original Strudelteig ist. Aber er funktioniert, das klappt, das schmeckt gut. Für ihre Gäste macht Sigrid nur Leibspeisen. Toll, wenn man seine eigene Chefin ist, oder? Ja, macht Spaß. Die Chefin ist auch Chef vom Chef. Nein, leider nicht. Der hat seinen eigenen Kopf. Aber nur manchmal. Strudelteig soll man machen, wenn man wütend ist. Weil da kann man sich so richtig austoben. Der wird nämlich jetzt 50 Mal geschlagen. Aber ich weiß nicht, wozu das gut ist, aber steht so im Rezept. Das ist kräftig schon. Ja. Und effektiv. Und es hört jeder im ganzen Haus, dass Strudel gemacht wird. So. Haben wir jetzt ein bisschen Folie drauf, die letzte. So. Und stellen schön warm. Jetzt muss er erstmal ruhen. So, Armin, jetzt gucken wir mal im Keller. Die Männer holen derweil Früchte für die Füllung. Das heißt also der Schatzkeller, ja, könnte man schon sagen. Und jetzt zum Vorrat fürs ganze Jahr. Das ist wirklich ein Schatzkeller. Hier haben wir eingekochte Quitten. Dann kommen die süßsauren Zucchini. Ein Versuch mit Paprika eingekocht. Und dann Bohnen. Bröckelbohnen nennen wir das. Hier haben wir unsere Gelees, Marmeladen und die Ladverche. Unsere eingelegten Gurken. Und dann kommen wir zu unseren Karotten. Da haben wir einen recht großen Vorrat. Wenn die Karotten im Keller all sind, dann nehmen wir diese zu Salat. Das heißt, so für die Gastwirtschaft müsst ihr eigentlich gar nicht viel zukaufen? Nein, wir kaufen eigentlich nur Grundprodukte wie Essig und Öl, Salz und Pfeffer und die Gewürze halt. Alles andere haben wir fast selbst. Alles von der Oma gelernt. Bitteschön. Aus der Schatzkammer
leckere Birne und Quitten. Birne und Quitten, alles von unserem und von den eigenen Streuobstwiesen geerntet. Auch Armin hat in seinem Schwanen in Reichelsheim eigenes eingemachtes Obst. Also wir machen Punschbirne, machen wir ähnlich ein, halt mit Gewürze oder zum Teil auch mit Rotwein, also richtig schöne Rotweinbirne dann. Und da hat man immer was Schnelles dann nach zum Dessert dann. Weil macht das Glas auf und dann hat man es. Birnen und Quitten kommen auf ein Blech und werden dann grob zerkleinert. So, jetzt nehme ich den Zucker und würze das. Also ein richtiges Würzen ist das. Also es wird nichts abgewogen und der Strudel ist auch nicht immer gleich im Geschmack. Jetzt nehmen wir den Zimt. Mit Zimt. Ich bin also ein absoluter Zimt-Fan, deshalb muss ich immer sehr vorsichtig sein mit Zimt. Also von mir aus könnte da sogar 3 Teelöffel dran kommen. Jetzt nehmen wir gehobelte Mandel, geben die dazu. Das gibt nachher in dem Strudel so einen schönen Biss, wenn man irgendwo mal so Scheibchen Mandel kriegt. Die Rosinen ist eigentlich klassische Einlage im Apfelstrudel. Aber wer die nicht mag, es gibt Leute, die mögen überhaupt keine Rosinen, der kann die auch ruhig weglassen. Das ist überhaupt kein Problem. Und nun kommt noch die Krönung, auch aus eigenem Obst. Also ich nehme jetzt noch von unserem Wildbirnenbrand, um das Birnenaroma noch etwas rauszuheben, aber ganz vorsichtig. Also man darf das nicht übertreiben, weil sonst kommt das wirklich intensivst raus. Der Alkohol verschwindet eigentlich durchs Backen. Und es bleiben wirklich nur noch die Aromastoffe vom Wildbirnenbrand übrig. Und nun noch mischen. So, jetzt ist das, jetzt haben wir das eigentlich gut gemischt. Was mich jetzt fasziniert, ist einfach, es kommt jetzt wirklich ein Birnen- und ein Quittenaroma daraus. Also das ist, selbst in dem Abstand kann man das schon richtig wahrnehmen. Der Teig hat jetzt geruht, jetzt kann man ausrollen. Und schön, sämig, schön, zäh, wie er sein sollte. Sigrid wählt nun ihren Strudelteig aus. Jetzt darf ich so. Immer so ein klein bisschen mit Mehl arbeiten. Und dann geht man immer von der Mitte aus. Immer schön von der Mitte nach außen in alle Richtungen. Nach und nach machen wir den jetzt platt. So, jetzt tun wir das mit ausgelassener Butter bepinseln. Die Butter verhindert, dass die Feuchtigkeit vom Obst dann in den Teig eindringt. So, jetzt tun wir noch Semmelbrösel ein bisschen drauf verteilen. Die tun die Restfeuchtigkeit noch aufnehmen, damit das Ganze nicht so aufweicht. Jetzt tun wir das von den Herren wunderbar abgeschmeckte Obst darauf, die Füllung. Auch das ist ein Tipp von Oma. Am Guten nicht sparen. Jetzt wird es dann aufgerollt. Ich lag das so ein. So, und roll das einfach so gut ein bisschen fest zusammen. Und nun wieder die gute Odenwälder Butter. So, jetzt pinseln wir ein Backblech ein. So, jetzt kommt der Herr darüber. Ein bisschen Mut, einfach hinlangen und dann geht es schon. Und dann nochmal Butter. So, und jetzt kommt nochmal richtig dick Butter oben drauf. Sigrids guter Birnenquittenstrudel, selbst gemacht. Und jetzt muss er nur noch in den Ofen. Jawohl. So, und ab mit dir in die gute Stube. Zum heißen Strudel soll es heute aber mal kein Bauernhofeis geben, sondern Armins köstliche Apfelweinschaumsoße aus Eigelb, Zucker und selbstgekeltertem Apfelwein. Und jetzt gehen wir mit dem Kessel hier auf die Gasflamme und lassen das Ganze heiß schlagen. Ein genial einfaches Gericht. Und das Wichtigste ist das Schlagen. Armin hat auch noch ein paar Äpfel aus seinem Keller mitgebracht. Er will für Rainer und Sigrid die zerrissenen Apfelpfannkuchen machen. So. Der Teig besteht aus Mehl, Milch, Eigelb, Zucker und Zimt. Ein guter Pfannkuchenteig, wie früher. So. Gut verrühren
und dann die Winteräpfel klein schneiden. Die Säure ist weitgehend abgebaut. Sie haben schon zum Teil so ein leichtes Dörrobstaroma. Es ist auch so, dass gerade so herbe Äpfel wie der Bohnenapfel dann erst jetzt im Februar oder März eigentlich wirklich richtig gut schmecken. Die Apfelstücke in den Teig geben und dann noch das steif geschlagene Eiweiß unterheben. Durch das Eiweiß wird der Pfannkuchen nachher luftig. Ja, ja, also das war auch das, was ich schon als Kind gern gegessen habe. Außer Butter kommen noch Walnüsse in den zerrupften Apfelpfannkuchen. Es duftet hinreißend gut beim Anbraten von Pfannkuchen und Nüssen in der heißen Butter. Dann hätte man das alles ein bisschen in Bewegung. Gerade jetzt muss man aufpassen, dass halt die Nüsse nicht anbrennen, weil die von der Röstung her relativ schnell sind. Nun aufgeben auf den heißen Lieblingsteller von Sigrid, die inzwischen den Birnenquittenstrudel aus dem Ofen geholt hat. Den muss sie noch beherzt aufs Brett heben und anschneiden. Und sich nicht verbrennen. Er ist heiß. So soll er aussehen. Zartbraun. Und ja, nicht zu dunkel. Und dann sind nur noch Löffel gefragt, wenn es an den herrlichen Winterstrudel mit schaumiger Apfelweinsauce geht. Man soll sich selbst was Gutes gönnen. Genießen können ist ein Stück vom Glück. Und ohne Genuss wird was fehlen. Ja, geht nichts über selbst gemacht. Und? Dann geht das Herz auf. Quittenstrudel, heißer Apfelweinschaum, zerrupfte Apfelpfannkuchen, Eintopf und natürlich gute Freunde. Christel Schwöbel ist herübergekommen nach Bad König. Sie ist eine Nachbarin von Armin Treusch von der anderen Seite vom Berg. Christel liebt die selbstgemachten Gerichte, weil sie auf ihrem Hof auch ganz viel selber macht. Im Kelsrahof ist Vorratshaltung wichtig. Und auch Christel kocht heute einen deftigen Wintereintopf. Dafür geht es erst in den Bauerngarten. Rosenkohl ernten. Jetzt gehen wir in den Garten. Der Garten liegt direkt hinter der Küche. Normalerweise gräbt sie alles selber um. Mit einer Fräse gemacht dieses Jahr. Das erste Mal habe ich nicht gegraben, weil man wird älter. tut weh. Jetzt schauen wir mal, was da dran ist. Der ist aber richtig gut geworden dieses Jahr. Der perfekte Rosenkohl für den heutigen Wintereintopf. Wie lange kann man dran lassen? Ach, also bis dann wieder die neue Vegetation anfängt. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich bis März wird es schon gehen. Das sind, weil dann fängt er an zu blühen und dann schießen die Kröschen, dann sind die nicht mehr geschlossen, dann geht's nicht mehr. Ja, ich habe sonst immer Rosenkohl entweder in die Suppe halt so gemacht oder mit einer hellen Bechamelsoße. Schmeckt auch gut. Und heute stecken wir mal mit im Eintopf, damit wir noch ein bisschen Farbe bekommen. Haben mehr Arbeit, aber schmecken gut. Christel ist stolz auf ihren Bauernhof in Reichelsheim-Gumpen. Neben der Landwirtschaft gibt es seit 45 Jahren Fremdenverkehr für Familien mit Kind und Kegel. Ganz fleißig tun dabei die 8 Norweger ihren Dienst. Christels Mann Rainer erklärt den Gästen den Weg hinauf auf den Klößbuckel. Gäste sind hier Freunde. Sie kennen bald die Wege, egal wie das Wetter ist. Ein Stück Heimat auf Zeit. Gäste gehören zur Familie, denn Urlaub auf dem Bauernhof ist einfach anders als pauschal nach Mallorca. Wir testen eigentlich jedes Jahr einen anderen Bauernhof und sind jetzt zum zweiten oder dritten Mal im Odenwald. Das ist eine schöne Region. Müssten Sie gerade eigentlich zum Eintopf heute kommen, ne? Ja, wenn wir eine Einladung kriegen, sind wir sofort dabei. Okay. Also gut, dann geht's jetzt los mit dem Kochen. Den Rosenkohl bringt Christel in die Küche. Kochen wird sie mit Tochter Julia. Legen wir jetzt mal hier hin, den Rosenkohl. Und Julia, du bist ja hier, glaube ich, die gute Köchin, ne? Ja. Ja, bei der Mama und bei der Oma muss das sein. Auch schon öfter Eintöpfe gemacht? Och, ja, also wir machen es immer mit Karotten und Kartoffeln. Es geht einfach und schnell und ist lecker. Und gesund.
Und heute machen wir Kessel? Heute haben wir es komplizierter. Schwarzwurzeln als Hauptteil. Dann haben wir Rosenkohl dabei, Kartoffeln, Karotten. Schwarzwurzel ist ein Wiesengewächs. Ist sehr Vitamin B-haltig. Das ist ja sonst in wenigen Nahrungsmitteln. Man sagt, das ist die Spargel des Winters. Ja, macht Arbeit. Es ist nicht einfach zu schälen. Man kann auch einfach ein Glas aufmachen. Die schmeckt auch nicht schlecht. Aber frisch ist doch viel besser. Schwarzwurzeln müssen in Zitronenwasser, sonst laufen sie an und dann sehen die eklig aus. Mhm. Und dafür drücke ich jetzt eine Zitrone aus, mache Wasser rein, die Mama schält so. Und ich fange jetzt einfach mal an zu schälen. Ich mache das in der Nähe vom Waschbecken, dann kann ich die schnell noch mal abwaschen, wenn ich sie geschält habe. Und da habe ich einen Sparschäler, der greift ein bisschen tiefer. Den nehme ich auch zum Spargelschälen. Im Frühjahr, dann habe ich da auch mal so bei so einem Spargelstand gekauft. Ja, und Schwarzwurzel kriegt man ja auch nicht überall gekauft, so wie sie jetzt sind. Ja, da braucht man dann schon einen guten Obst- und Gemüseladen. Ja. Ja. Ich habe viele Freundinnen, die können nicht kochen. Echt? Die wissen nicht, wie man Salat macht, so zum Grillen oder so. Die wissen nicht, wie man Kuchen backt. Jetzt kommt der Rosenkohl dran. Also die äußeren Blätter, die müssen jetzt ab. An dem Rosenkohl. Ich putze da schon ein bisschen großzügig. Jetzt ist er schön gleichmäßig und dann schneidet man das hier kreuzweise ein, damit es schneller gar wird. Sonst ist hier oben matschig und hier ist es noch ganz hart. Wenn man zu zweit ist, flutscht es, dann geht es ganz schnell. Früher hatte man da die Oma, die hat dann sonntags morgens Rosenkohl geputzt. Und wenn du dann von draußen reinkamst, dann konntest du direkt anfangen zu kochen. Die Tradition des gemeinsamen Kochens führt Christel ganz natürlich weiter. Ja. Mutter-Tochter ist schon was Schönes, ne? Ja, das ist eine tolle Sache. Wir vertragen uns auch gut. Und jetzt geht's weiter mit dem Schälen von Kartoffeln und Karotten. Der geht nicht ganz so tief wie vorhin, der bei den Schwarzwurzeln. Ja. Die Küchenschublade ist schön, gell? Ja, es ist halt viel zu viel drin, ne? Für so eine kleine. Man darf aber überall reingucken hier. Ja, ne? Ja. Und das ist ja auch schön, dass wir beide, dass jeder das machen kann, wie es ihm gefällt. Und wir haben die Möglichkeit, eben viele Sparschäler zu haben. So wie jeder das mag. Kartoffeln sind praktisch im Garten, da brauchst du dann nicht viel Unkraut hacken. Das ist einfach. Das geht ziemlich schnell, geht das Blattdach von denen zu und dann ist es gut. Die Regeln der Natur. Das ist so eine Sache, die man über lange Jahre lernt hier auf dem Land. Die Natur hat ihren eigenen Rhythmus, ihren eigenen Schritt. Die Kinder der Feriengäste spüren das oft auf ihre ganz eigene Weise und möchten immer wieder her, obwohl eigentlich gar nicht so viel los ist. Den Klößbuckel hoch sind sie geritten und den Klößbuckel wieder runter. Der Duft nach Wintererde, das Klappern der Wäscheklammern im Wind und die Einladung heute Abend zum Eintopf in die Stube. Ich würde ein bisschen meinen, dass ich mich eine Sorte essen kann. Rainer Schwöbel kommt mal runter in die Küche zum Gucken. Noch alles auf Besuch kommt. Ja, ja. Ja. Aber er kann auch. Er kann Kartoffeln schälen, er kann Karotten schälen, er kann das alles auch. Wie die meisten Männer, wenn es sein muss, können sie. Aber wenn es nicht sein muss, dann lassen sie es auch bleiben. Ja. Ja, dann überlässt er das uns. Rainer guckt auch, ob genug Schalen für seine Schweinchen übrig bleiben. So, die zwar noch und dann. Nachtisch für die Schweine. Ja. Nachtisch für die Schweine, genau. Zum normalen Futter. Die Mischung macht's für die Schweine und für den Eintopf. Also das Grundrezept, das ich noch in der Hauswirtschaftsschule gelernt habe, war immer also ein Kilo Kartoffel und dann aber noch ein Kilo anderes Gemüse dazu. Also die Kartoffel haben wir eigentlich, sagen wir, in dem Sinn überwiegt, weil das andere Gemüse hat mir dann gemischt. Aber immer Grundrezept, ein Kilo Kartoffel. Und dann Kilo, was weiß ich, wir sehen Karotten zusammen oder Bohnen. Jetzt, wo Rainer und Julia da sind, redet Christel platt. Mehr untereinander redet nur platt. Ja. Und wenn ich die Julia auf dem Handy anrufe und die Freundinnen stehen rundherum und da antwortet sie mir auf platt. Und dann wird sie meistens belächelt. Also meistens ist da sehr viel Fröhlichkeit hin und dran. Die lachen sich all kaputt. Und das ist beim Christoph genauso. Mir zwei, also ich sage immer alles, was ich liebe, mit dem spreche ich platt. Das mit 16 wird es uncool und ab 20 wird es dann wieder cool. Aber du kannst dann noch deinen Kindern beibringen, ne? Hab noch Zeit, gell? Ja, oh.
Fisch, also hat noch Zeit. Und wenn es jetzt Tränen gibt, liegt das nur am Zwiebelschneiden. So traurig. Ich weine jetzt gleich. Und wenn nicht gut ist, ist auch gut, wenn mal ein paar Tränen laufen, da wird mal wieder alles gereinigt. Was rausläuft, gibt keine Tränensäcke. Das ist ja ein wunderbarer Spruch, ja. Der klingt sehr fachkundig. Also Mama. Ja, lass mich alleine. Ja. Ich pack das. Ich mach das alleine. Du warst das halt auch doppelt so grob wie ich. So ist es. Kaum sind sie groß, können sie alles besser. Rainer hält sich da raus. Habt ihr auch als Jungs zum Kochen gelernt daheim? Nee. Na gut, so hobbymäßig halt dabei, ja klar, so das Übliche. Also die Männer mussten da jetzt keinen Küchendienst oder was machen. Das ist ihm eigentlich erst hier bei uns passiert. Ja, also, hat sich ja auch ein bisschen gewandelt in den letzten 20 Jahren. Ja. Ja, das hat es früher einfach nicht so gegeben. Da war nur die Frau am Herden, der Mann hat eben gearbeitet. Hat draußen die Arbeit gemacht. Jetzt im Winter ist die Arbeit ein bisschen weniger. Und beide finden auch Zeit, zusammen mit dem Hund rauszugehen. Hinten auf den Klößbuckel. Da, wo man den Familienhof am besten sieht, auf den sie so stolz sind. Hof Kesra, benannt nach dem Gestell, in dem früher die Handkäse an der Luft reiften. Davon erzählt Christel auch ihren Feriengästen, wenn sie fragen. Von hier oben aus den Gästezimmern kann man den ganzen Hof übersehen. Es gibt einfach keine Geheimnisse. Nur gemeinsame Ideen, Gespräche, Begegnungen mit Besuchern. Viele Menschen kommen immer wieder. Und sie lieben die Kleinigkeiten. Zum Beispiel auch Christels Art, wie einst ihre Mutter die Kopfkissen mit dem Schlag in der Mitte zu versehen. In allem, sagt Christel, ist Sinn. Ganz egal, wie klein das ist. Einen großen Topf. Manches muss allerdings auch groß sein. Zum Beispiel der Topf für den Eintopf. Da hat Tochter Julia Überblick, gelernt bei der Bank. Du musst ja gescheit holen, Henna. Also, guck mal, die Kartoffeln. Ja, dann ist schon halb voll. Ein Blick in Christels Topfschrank. Aber jetzt nimmt sie einfach den allergrößten Topf. Ja. Ich lasse dich die Zwiebel anbrutzeln. Ich schalte mal ein und mache mal ein bisschen Öl rein. Und die Küche hat sie jetzt 25 Jahre. Und sie hat wirklich schon gute Dienste geleistet. Manchmal wird hier für 40 Gäste gekocht. Ja, es muss ja erst mal warm werden. Jetzt erst mal Öl in dem großen Topf geben. Und dann bringt Julia die Zwiebelwürfel. Die Zwiebeln gut anbraten. Ja, so macht ihr mal. Ich komm das gleich dampft her. Und duftet. Aber die Abzugshaube ist laut. Weil wenn wir die anmachen, die ist so laut, da hörst du sonst nichts mehr. Also macht Christel mal kurz das Küchenfenster auf. Vom Küchenfenster aus kann sie übrigens zurzeit die kleinen Kälbchen sehen, die Rainer hier aufzieht. Die Kälbchen bleiben etwa 2 bis 3 Jahre hier auf dem Kesserhof, bis sie selbst Kälbchen bekommen. Und sobald das Frühjahr da ist, geht's natürlich raus auf die Weide. Würstchen, apropos Würstchen, die müssen wir auch noch holen. Die kommen ja auch noch dazu. Ja. Rainer, hältst du mal die Würstchen? Die hängen hier drin. Na gut. Die Würste macht ein Metzger aus der Nachbarschaft für den Kesserhof. Sind geräucherte Bratwürste von den eigenen Schweinen. Wenn die frisch gemacht werden, dann riecht das ganze Auto danach, wenn ich die hole. Ja, das ist schön. Da muss man dann sofort eine essen, das geht nicht anders. Noch bevor sie im Eintopf sind, oder? Ja. So ist es, ja. Weil Rainer Schwöbel als Landwirt sein eigener Herr ist, kann er seine Zeit auch selbst einteilen. Ja, sitzen auf die Seite, das ist schon gut. Aber ein Stück essen wir jetzt gleich vorne weg, ne? Ja, ein bisschen probieren muss man. Na gut, meint Julia, ein Stück soll der Papa kriegen. Gut, ne? Gut, ja.
Der Rest aber muss für den Eintopf bleiben. Die Zwiebeln sind jetzt goldgelb angeschwitzt und dann geht's weiter. So, mit den Karotten als nächstes. Einmal rein. Kriegt man gleich Hunger. Ist halb drei, okay. Einmal ein bisschen brutzeln lassen. Die Kartoffeln sind als nächstes dran, aber umgerührt wird noch nicht. Nee, die Leute schichten wir jetzt mal so. Wir machen jetzt so Schichten, ne? Damit es durch die unterschiedliche Garzeit auch unterschiedlich garen kann. Nun der Rosenkohl aus dem Bauerngarten. Auch obendrauf ohne Umrühren. Also die Karotten, die Kartoffeln und der Rosenkohl, die brauchen alle ungefähr gleich lang. Aber die Schwarzwurzel, die brauchen eben nicht so lang, deshalb die ganz oben drauf und dann auch nicht mehr durchmischen. Genau. Jetzt nur noch warten. Warten. Ja. Aber würzen. Julia, die Würste kannst du auch jetzt schon. Ja, die kommen jetzt, gehen wir schon mal unter die Schwarzwurzel. Dass die so mit den Kartoffeln und Rosenkohl gut durchziehen. Beim langsamen Kochen nämlich tropft das Fett der guten Bauernwürste durch das Gemüse und die Kartoffeln. Bei den eigenen Schweinen, da weiß man nur, was sie zu fressen haben. Ja, da kann man es noch mit gutem Gewissen essen. Mhm. So, jetzt würde ich die Schwarzwurzeln können wir jetzt rauswaschen und dann kommen die auch oben drauf. Bis zum Waschen lagen die Schwarzwurzeln im Zitronenwasser. Ein paar haben sich jetzt ein bisschen verfärbt. Die waren jetzt doch sehr lange in dem Wasser. Schwarzwurzeln also als letztes in den Eintopf schichten. Der Platz hat gerade so gereicht. So, ist der Topf ganz voll. Fehlt nur noch die Gemüsebrühe. Einmal oben drauf. Und jetzt nur noch langsam kochen. Die Zeit reicht, um nochmal mit Hund Bella rauszugehen. Es sind die Wochen, wo es mal taut und mal schneit. Aber zu tun gibt's bei jedem Wetter etwas. Die Kühe sind in dieser Jahreszeit im trockenen Stall. Und gefüttert wird immer am Abend vom Essen, ne? Genau, immer abends vom Essen. Halb sechs gehen wir im Stall. Das gefüttert wird nachher mit dem Futterwagen. Zuerst wird hier die Futterkrippe ein bisschen sauber gemacht. Erst bekommt das Vieh sein Futter, dann der Mensch. Das ist die alte Bauernregel. Und die Katzen schätzen das auch. Christel hat ihre Feriengäste noch einmal daran erinnert, dass sie nachher zum Eintopf kommen können, wenn sie mögen. Der Tisch ist groß genug. Im Topf ist viel drin, die Stube ist warm und jeder wird satt werden. Und das gute Bauernbrot, das bekommt man auch nicht überall. Habe ich selber gebacken in meinem alten Steinofen. Hab's dann halt eingefroren. Das duftet schon ganz toll. Die Feriengäste sind schon da. Ganz lecker. Und ich bin leider erkältet und riecht nichts, sowas Blödes. Schmeckt es schon mal gut. Jetzt machen wir mal noch Sahne dazu. So, die Sahne drüber, jetzt pfeffern wir nochmal, aber es hat schon guten Geschmack, wir müssen gar nicht mehr viel. Jetzt machen wir noch ein bisschen Salz, ganz wenig, weil die Bratwurst ordentlich Salz hat. Jetzt schau mal, wie schön bunt das wird gleich. Alles ist wunderbar weich. So ein Eintopf, der soll richtig schön bunt aussehen. So, Gläser. Und auf geht's in die gute Stube. Dann schieben wir das Ganze ein bisschen von hinten nach vorne, weil da oben ist dann ein bisschen eng. Da muss da die Stiel raus. Das mögen Kinder. Langer Tisch, große Gemeinschaft, alle zusammen. So, der Riesentopf ist fast zu schwer zum Tragen. Jawohl, ein Riesen, okay. Ein schöner Portfolio. Ja, das alles hat Wert. Und wenn so gutes Essen in Gesellschaft von Freunden auf den Tisch kommt, dann ist der Winter viel leichter zu ertragen. Ja, das.